Frage, die mich beschäftigt, ist fast so alt wie die Menschheit. Wer ist arm und wer ist reich? War Besitz je gerecht verteilt? Und wann begannen Einzelne, mehr für sich zu beanspruchen? Macht und Reichtum. Wie untrennbare Geschwister bestimmen sie den Lauf der Zeiten. Die Geschichte der Welt ist seit jeher eine Geschichte von Arm und Reich, von Besitzenden und Habenichtsen, von Herrschern und Beherrschten. Wem gehört die Welt? Von den ersten Ackerbauern bis hin zu den Aktienmilliardären. Jede Epoche hat ihre eigenen Antworten. Es fühlt sich an, als wäre es schon immer so gewesen. Wir möchten Dinge besitzen, unser Eigen nennen. Eigentum? Was ist das eigentlich? Das eine reichste Prozent der Erdbevölkerung verfügt heute über ungefähr die Hälfte des Wohlstandes. Natürlich ist das nicht gerecht, aber gehört den Superreichen deshalb die Welt? Das Anhäufen von immer mehr Eigentum gilt vielen Menschen als sehr erstrebenswert. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern in ganz vielen Kulturen, überall auf dem Globus. Ein Durchschnittsmensch in Deutschland besaß vor 100 Jahren ungefähr 180 Gegenstände. Heute sind es 10.000. Aber warum ist das so? Liegen Sammeln und Jagen, Schnäppchenjagd und das Angeben mit Statussymbolen etwa in der menschlichen Natur? Der Wunsch der Menschen nach Konsum hat dem aktuell reichsten Menschen der Welt, Jeff Bezos, zu seinem Spitzenplatz verholfen. Mit einem Vermögen von zuletzt fast 180 Milliarden Dollar. Andere erbten ihr Vermögen. Und ihre Bedeutung. Formal ist Queen Elizabeth II. Staatsoberhaupt von 16 Ländern und einem Achtel der globalen Landmasse. Ganz persönlich gehören ihr Herzogtümer, Schlösser, Paläste und 1% des britischen Bodens. Eine beeindruckende Verknüpfung von Haben und Herrschen. Das britische Empire ist längst Geschichte und die Queen herrscht nicht mehr über die Welt. Sie ist zwar immer noch eine der größten Grundbesitzerinnen Großbritanniens, aber gehört ihr deshalb auch wirklich die Insel? Die Frage, wem die Welt gehört, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Der Reichtum an Boden spielt dabei natürlich eine Rolle, aber auch der Reichtum an Macht oder der Reichtum an Geld. Und dann sind diese unterschiedlichen Reichtümer auch noch unterschiedlich zu bewerten. Und es scheint, als sei die Welt so ungerecht wie noch nie. Aber stimmt das überhaupt? Wann hat das alles seinen Anfang genommen? Den biblischen Garten Eden hat noch niemand so genau lokalisieren können, aber vielleicht sah er so aus wie hier. Pflanzen und Tiere im natürlichen Gleichgewicht. Und dann, vor etwa 300.000 Jahren, die ersten anatomisch modernen Menschen. Hunderttausende Jahre streiften sie als Jäger und Sammler umher. Besitz wäre Ballast und ist ihnen fremd. Nur noch wenige Völker leben bis heute so. Zum Beispiel einige Gruppen der San im Süden Afrikas. Ihr Name bedeutet so viel wie, die etwas vom Boden auflesen. Doch nur eine Minderheit lebt noch traditionell vom Jagen und Sammeln. Bei ihnen spielt Privatbesitz keine Rolle. Alles wird geteilt. Werner Pfeiffer vom Steinzeitpark Dithmarschen stammt aus Namibia. Er hat dort das Volk der San studiert und sich mit deren Besitzverhältnissen befasst. Interessant ist auch, dass diese Jäger- und Sammlervölker ursprünglich keine Hierarchien hatten. Also keine Häuptlinge, keine Priester, niemand, der halt über andere bestimmt. Und hinzu kommt zu diesem Thema, dass die auch dadurch keine Reichen und keine Armen haben. Bei denen ist es so, da gibt es halt keine Häuptlinge, also hat auch niemand mehr als der andere.
Und deswegen kann sich da gesellschaftlich auch kein Ungleichgewicht einstellen. Vermutlich wird es zur Zeit der historischen Jäger und Sammler ähnlich gewesen sein. Doch am Ostufer des Mittelmeers zeichnet sich vor mehr als 10.000 Jahren eine Zeitenwende ab. Dafür braucht es nicht viel. Ein paar Körner, fruchtbaren Boden und ausreichend Wasser. Die Menschen werden sesshaft und beginnen Landwirtschaft zu betreiben. Es ist der Auftakt der sogenannten Neolithischen Revolution. Rund um den Globus werden Jäger und Sammler zu Bauern, die sich von Ackerbau und Viehzucht ernähren. Eine Entwicklung, die in der Jungsteinzeit beginnt und sich über Jahrtausende zieht. Egal ob in Amerika, Europa oder Asien. Die Bauern sorgen für den ersten Bevölkerungs- und Wirtschaftsboom der Geschichte. Doch mit dem Ackerbau hält auch die Arbeit Einzug ins Leben. Man holt sich ein paar Fische und ein paar Beeren und ein paar Wurzeln und 2-3 Stunden reichen am Tag, da hat die ganze Sippe zu essen. Und der Rest ist sozusagen Freizeit, so würden wir das heute zumindest sehen. Und wenn man das anschaut, wie das bei den Bauern dann war, da war das komplett andersrum. In der Bauerngesellschaft muss man den ganzen Tag hart arbeiten, von morgens bis abends. Man braucht sehr viel mehr Arbeitskräfte, um einen Acker zu bestellen und um Vieh zu hüten und diese Nahrung, die man ja selber anbauen muss, in Gang zu halten, um sich zu ernähren. Und deswegen schaukelt sich diese Bevölkerung so hoch. Ne? Deswegen haben wir diese gewaltige Bevölkerungszunahme in den letzten 5.000 bis 10.000 Jahren, also in der Sesshaftwerdung unserer Zeit und in der Zeit davor so gut wie gar nicht. Doch warum tauschen Menschen Pfeil und Bogen gegen den Pflug? Weil sie das Klima dazu zwingt. Vor dem Ende der letzten Eiszeit war in vielen Gegenden ja gar nicht an Landwirtschaft zu denken. Es war dafür schlicht zu kalt, so wie in fast ganz Europa. Am östlichen Mittelmeer allerdings, in der Levante, da waren die Temperaturen schon 2000 Jahre früher relativ mild. Und deshalb fanden die Menschen dort auch viel Wild und viele Pflanzen, die sie essen konnten. Und zwar über alle Jahreszeiten hinweg. Und weil das so praktisch war, beschlossen die Menschen dann, mit dem Herumziehen aufzuhören und sesshaft zu werden. Doch damit tappten die Jäger und Sammler in eine Falle. Denn als es ungefähr 1000 Jahre später auch in der Levante kälter wurde, da lieferte die Wildnis nicht mehr genug Nahrung. Doch statt ihre Siedlung wieder aufzugeben, begannen die Menschen mit Ackerbau und Viehzucht. Das ist aber nur eine Erklärung für die Sesshaftwerdung. Möglicherweise war das alles auch vielmehr eine Glaubensfrage. Im Südosten der Türkei, am Göbekli Tepe, finden Archäologen in den 90er Jahren die bis dato älteste bekannte Tempelanlage der Menschheit. Errichtet vor rund 12.000 Jahren. Manche Forscher sehen hier den Grundstein für Sesshaftwerdung und Ackerbau. Denn ein solches Bauwerk erfordert viele Menschen, die wiederum alle an einem Ort ernährt werden müssen. Als Mittler zwischen den Menschen und ihren Göttern etablieren sich Priester und Würdenträger. Religion, Macht und Reichtum verschmelzen. In vielen Kulturkreisen legitimieren Menschen ihre Herrschaft über Land und Leute als göttlichen Auftrag und inszenieren sich selbst als Götter auf Erden. Eine Entwicklung, die mit dem Aufstieg der ersten Zivilisationen beginnt. Sie entstehen im fruchtbaren Halbmond, eigentlich ein trockenes Gebiet. Die Fruchtbarkeit speist sich aus Flüssen. Dem Nil in Ägypten sowie Euphrat und Tigris, denen das Zweistromland im heutigen Irak seinen Namen verdankt. Mesopotamien. Der Name des Zweistromlandes stammt aus dem Griechischen. Sein Schatz ist nicht nur das Wasser der großen Flüsse, sondern auch ihr nährstoffreicher Schlamm.
Ein einfaches, aber effizientes Bewässerungssystem verwandelt die Ödnis in fruchtbare Oasen. Ständig wachsende Erträge bescheren der Region vor rund 6000 Jahren eine nie dagewesene Blüte. Am Euphrat errichten die Sumerer eine der ältesten Städte der Welt. Das von Tempeln geprägte Uruk. Wer die Götter milde stimmen will, bringt ihnen Opfer. Abgaben, die von den Priestern verwaltet werden müssen. Und die holen sich wiederum Hilfe bei einem ganz neuen Berufsstand. Die Beamten. Zahlungseingang und Ausgang zu vermerken ist knifflig und führt zu einer bahnbrechenden Erfindung. Der Schrift. Barbara Helwing, Direktorin des Vorderasiatischen Museums in Berlin, kennt die ältesten Tontafeln mit sumerischen Zeichen. Diese kleine Tafel ist ausgegraben worden in der Stadt Uruk. Sie ist über 5000 Jahre alt. Und wir sehen darauf einen Krug, der wahrscheinlich für Bier steht. Und wir sehen einen Kreis mit einem Kreuz, der steht für Schaf. Kombiniert mit diesen vier eingedrückten Formen, die für die Zahl 4 dann auch stehen. Und damit ist dann ein Apparat gegeben, der über die nächsten 1000 Jahre verfeinert wird. Man benutzt dann eben den Keil, um dann nur noch kleine gerade Keile einzudrücken und keine Formen mehr, keine Umrisse mehr. Und nachdem man das 1000 Jahre sozusagen geübt hat, dann erst ist die Schrift ein Medium, mit dem man auch so etwas wie literarische Texte oder sowas wie Gedichte niederschreiben kann. Ein Klumpen Ton und ein Holzgriffel. Mehr hat's gar nicht gebraucht für die erste Medienrevolution. Die Sumerer erfinden die Keilschrift und damit ist es dann zum allerersten Mal möglich, Besitzverhältnisse schriftlich zu dokumentieren. Überhaupt wird die Schrift zunächst nicht von Dichtern und Denkern dazu benutzt, Schönes aufzuschreiben, sondern sie ist vor allem ein Instrument für Steuereintreiber und Finanzbeamte. Hier die Knotenschrift der Inka zum Beispiel. Mit Hilfe der Quipus wurden in den Anden noch bis ins 20. Jahrhundert hinein Informationen verschlüsselt. Und zwar, indem man Knoten in farbige Bänder gemacht hat. Wenn ich lesen und schreiben kann, ist aufgeschmissen. Das war damals so und das ist heute immer noch so, denn Wissen ist Macht. In den vergangenen 200 Jahren ist die Alphabetisierungsrate zwar von 12% auf inzwischen fast 90% gestiegen, aber das bedeutet ja, dass immer noch 773 Millionen Menschen auf der Erde weder lesen noch schreiben können. Und diese Menschen leben vor allem, wenig überraschend, in den ärmsten Ländern. Im Verlauf der Geschichte sind Wissen und Bildung immer die Voraussetzung für Reichtum und Entwicklung. Die Kenntnis der Abläufe der Natur, der optimale Zeitpunkt zum Pflanzen, welche Saat für welchen Boden, all das muss festgehalten werden. Und je komplexer die Möglichkeiten werden, Aussaat und Ernte optimal zu gestalten, umso höher die Erträge. Werkzeuge und Arbeitsteilung steigern die Effizienz. Aber es entstehen auch neue Hierarchien. Das ist der Preis für steigende Produktivität. Die ersten Ackerbauern ahnen nicht, was sie anstoßen. Auf der ganzen Welt wird die Landwirtschaft zum Wegbereiter für Wissenschaft und Kultur. So entstehen an unterschiedlichste Landschaften angepasste Anbauformen und die ersten Kalender. Dank steigender Erträge müssen nicht mehr alle Menschen auf den Feldern arbeiten. Das ist die Voraussetzung für Forschung und Fortschritt. Die Entwicklung bekommt eine Eigendynamik, die irgendwann in unsere Moderne führt. Steinreich sein. Diese Formulierung stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit, als die meisten Menschen in Lehmhütten lebten und sich nur die wirklich Superreichen ein Haus aus massivem Stein überhaupt leisten konnten. Die meisten, die reich sind, die zeigen das auch ganz gern. Und das ist heute noch ganz genauso wie vor 13.000 Jahren an der Ostküste des Mittelmeers. Im heutigen Israel und Jordanien tauschen in der Steinzeit schon die ersten Ackerbauern vom Volk der Natufier überschüssiges Getreide gegen Schmuck aus Muschel oder Schneckenschalen. Es sind erste bescheidene Statussymbole.
Neid wecken sie wahrscheinlich trotzdem. Im alten Ägypten ist die eigene Pyramide der Gipfel von Macht und Reichtum. Das vor 4.500 Jahren für Pharao Cheops gebaute Grabmal ist lange das höchste Bauwerk der Welt. Seine Spitze soll sogar vergoldet gewesen sein. Wer heute steinreich ist, baut aus Glas und Stahl. Wie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem der vermögendsten Länder der Erde. Hier zeugt der höchste Wolkenkratzer der Welt von überragendem Wohlstand. Und eine weitere Konstante durchzieht die Geschichte des Reichtums. Besitz und Wohlstand lassen nicht ruhiger schlafen. Im Gegenteil. Die Sorge um die Früchte der Arbeit ist ein ständiger Begleiter. Jäger und Sammler ziehen im Konfliktfall einfach weiter. Dagegen sind Bauern an ihre Scholle gebunden und wollen ihre mühsam erwirtschafteten Erträge nicht unbedingt mit anderen teilen. Reichtum wird zum Motiv für Neid, Mord und Totschlag. Und wo sich zunächst nur Einzelne bekriegen, ziehen später ganze Völker in den Kampf um den Besitz eines Landes. In Megiddo kämpfen vor mehr als 3000 Jahren die Armeen von Pharao Thutmosis III. Und dem Fürsten von Kadesh gegeneinander. Es ist eine der ältesten überlieferten Schlachten der Geschichte. Taktik und Technik entwickeln sich weiter, doch der Beweggrund bleibt gleich. Der eine will haben, was der andere hat. Bis heute. Mord und Totschlag sind also schon so alt wie die Menschheit. Davon berichtet ja auch schon die Bibel. Hier, Kain, der Ackerbauer, erschlägt seinen Bruder Abel, den Viehzüchter, aus Neid, weil Gott dessen Opfergaben besser findet. Um die allgegenwärtige Gewalt einzudämmen, erlassen die Menschen die ersten Gesetze. Und zwar schon lange, bevor es in der Bibel heißt, du sollst nicht töten. Vor fast 4000 Jahren erlässt der babylonische König Hammurapi eine der ältesten Rechtsordnungen. Der sogenannte Kodex Hammurapi regelt auch, was demjenigen widerfahren soll, der sich am Besitz anderer vergreift. Die Strafen sind drakonisch. Wer das Eigentum der Gemeinschaft beschädigt, wie beispielsweise einen Tempel, dem droht sogar der Tod. Null Toleranz. Ist das der einzige Weg, um die menschliche Habgier zu beherrschen? Sind wir denn wirklich so neidisch auf das, was die anderen haben? Um das herauszufinden, hat sich die Wirtschaftswissenschaft das sogenannte Ultimatum-Experiment ausgedacht. Und das geht so. Ich habe hier 100 Euro. Aber ich darf nur etwas davon behalten, wenn ich Ihnen auch etwas davon abgebe. Und jetzt muss ich mir natürlich genau überlegen, wie viel davon biete ich Ihnen an? Denn ich darf Ihnen nur ein Angebot machen. Und wenn Sie das ablehnen, dann bekommen wir beide gar nichts. Also wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel sage, ich schenke Ihnen 20 Euro, nehmen Sie die? Obwohl Sie wissen, dass ich dann 80 Euro behalten darf? Oder sagen Sie in so einem Fall, nö, das ist so ungerecht verteilt, dann ist es besser, wenn beide gar nichts bekommen. Die Frage lautet, wie neidisch sind wir? Die Antwort suchen wir in einem Bonner Forschungsinstitut für Verhaltensökonomie. Hier führen wir das als Ultimatumspiel bekannte Experiment durch, mit Hilfe freiwilliger Probanden. Sie müssen entscheiden, wie sie einen Geldbetrag mit einem Empfänger teilen. Beide erhalten den Betrag nur, wenn der Empfänger zustimmt. Wenn der Aufteiler zu wenig an den Empfänger überweist, bei 1 Euro oder 1,50, dann wird das regelmäßig abgelehnt vom Empfänger, obwohl der Empfänger damit ja auch auf Geld verzichtet. Und weil der Aufteiler das in der Regel schon so ein bisschen ahnt und auch schon so die Erwartung hat, naja, wahrscheinlich kann ich hier nicht gar nichts überweisen oder zu wenig, dann wird alles abgelehnt, beobachtet man, dass häufig so Aufteilungen von 60-40, 70-30 etwa sich einpendeln. Gerechtigkeit ist den Menschen offenbar wichtiger als Gewinn. Der Mechanismus, den wir hier beobachten, ist, dass Menschen ein Bedürfnis haben, unkooperatives oder unfreundliches oder unfaires Verhalten zu bestrafen. Ganz einfach. Und das nennen wir in der Fachsprache negative Reziprozität. Und das ist eine der wichtigsten Verhaltensweisen, die der Mensch überhaupt zeigt. Das ist eine extrem robuste Verhaltensweise. In allen Kulturen, in allen Ländern sind Menschen negativ reziprok.
Und das ist in einer gewissen Weise eine Abweichung vom klar kalkulierenden, rationalen, ökonomischen Verhalten in dem Sinne, wenn man es so verstehen würde als Gewinn- oder Geldmaximierung, weil ich ja Kosten auf mich nehme, um jemanden zu bestrafen. Auch wenn wir offenbar nicht immer den größten Gewinn anstreben, die Suche nach dem gerechten Preis beschäftigt uns schon lange. Bald tauschen Menschen nicht nur Getreide gegen Muschelketten, sondern allerhand Waren. Doch bis sich einheitliche Münzen als Währung durchsetzen, wird lange gefeilscht. Na, Lust auf ein Tauschgeschäft? Was geben Sie mir zum Beispiel für diese handelsübliche Büroklammer? Also, der Kanadier Karl McDonald, der hat dafür ein ganzes Haus bekommen. Wirklich wahr. Also jetzt nicht direkt. Der hat die Büroklammer erstmal gegen einen Kuli getauscht und dann gegen eine Türklinke, einen Campingkocher, ein Schneemobil und so weiter und so weiter. Nach einem Jahr und 14 Tauschgeschäften war es dann soweit. Für die Nebenrolle in einem Film bekam er das Haus. Beeindruckend, oder? Aber auch ziemlich kompliziert. Tauschen ist zwar die älteste Form des Handelns, aber es gibt da ein Problem. Der Wert eines Gegenstandes ist völlig subjektiv und deshalb weiß man vorher nie, was man dafür bekommen wird. Und das ändert sich erst, wenn sich alle Marktteilnehmer auf den objektiven Wert eines Gegenstandes, also zum Beispiel einer Büroklammer, einigen. Und wenn sich dieser objektive Wert dann auch noch durch ein allgemein anerkanntes Zahlungsmittel ausdrücken lässt, also durch Münzen und Geldscheine zum Beispiel. Diese Universalität, das ist das Geheimnis des Geldes. In der Geschichte dient vieles als Geld. Zigaretten auf deutschen Schwarzmärkten der Nachkriegszeit, Tabak in Virginia des 17. Jahrhunderts, exotische Federn auf den Salomonen oder Kaurischnecken in China. Wertvorstellung wechseln. Am beständigsten sind Metallmünzen. Sie tauchen ab dem 6. Jahrhundert vor Christus auf. In China, Indien und in Kleinasien, im Königreich Lydien. Hier herrscht König Krösus, der aus Gold und Silber die ersten genormten Münzen prägen lässt und damit den Zahlungsverkehr revolutioniert. Seither steht sein Name sprichwörtlich für Reichtum. Spätestens seit König Krösus heißt es ja, Geld regiert die Welt. Aber der superreiche König selbst, der soll ja trotz all seines Reichtums gar nicht so besonders glücklich gewesen sein. Heute sagt die Wissenschaft, bis zu einem Einkommen von ungefähr 60.000, 70.000 Euro pro Jahr, das ist in etwa so viel, wird man tatsächlich glücklicher. Aber wer dann noch mehr verdient als das, der hat davon nicht mehr viel. Noch mehr Geld macht dann nicht noch glücklicher. Glaubt man dem Happiness Report der Vereinten Nationen, leben die glücklichsten Menschen in Finnland, Dänemark und der Schweiz. Auf einer Liste von 153 erfassten Ländern steht Deutschland auf Platz 17. Die unglücklichsten Menschen leben überwiegend in Afrika, aber auch in einigen Teilen von Asien. Afghanistan ist das Schlusslicht. Die Beurteilung des persönlichen Glücks hängt eben nicht nur vom Wohlstand ab, sondern auch von Dingen wie Gesundheit, Lebenserwartung, staatlicher Korruption oder persönlicher Freiheit. Und deshalb lässt sich eindeutig feststellen, Geld allein macht nicht glücklich. Doch es ist offenbar die Grundlage für gesellschaftliches Wohlergehen. Im 4. Jahrhundert vor Christus verhilft es der ältesten Demokratie der Geschichte zur Blüte. Athens Wirtschaft wird damals vom Seehandel angetrieben. Die Schiffsflotte des Stadtstaates dominiert das Geschäft. Aus dem gesamten Mittelmeerraum strömen Waren nach Athen. Und Geld. Davon profitiert Pasion, wahrscheinlich der erste Banker der Welt. Er konzentriert sich aufs Geldgeschäft, denn als ehemaliger Sklave darf er kein Land besitzen. Gegen Zinsen legt er erfolgreich das Kapital seiner Kunden an. Ausgezahlt werden Gewinne in Drachmen, der damaligen Leitwährung. Man erkennt sie am Schutzvogel der Stadt, weshalb sie im Volksmund Eulen genannt werden. Und weil viele ihre Eulen nach Athen tragen, wird Pasion reich. Das Geschäft mit Zins und Zinseszins ist vielen Menschen suspekt. Bei Juden, Christen und Moslems gilt sogar lange ein Zinsverbot. Allerdings nur gegenüber Glaubensbrüdern und Schwestern. Andererseits locken natürlich wirklich astronomische Gewinne. Und dazu gibt es ein interessantes Gedankenexperiment aus England. Hätte Josef bei der Geburt von Jesus
auch nur einen einzigen Penny angelegt, und zwar mit 5% Zinsen im Jahr, dann wäre aus diesem Penny im Laufe der Jahre etwas ganz Erstaunliches geworden. Nach 100 Jahren wäre man dann ungefähr bei einem Pfund. Nach 200 Jahren schon bei knapp 200. Nach 400 Jahren hätte man den Wert von 54 Kilogramm Gold. Nach anderthalb Jahrtausenden wäre man bei 3 Erdbällen aus Gold. Und heute, völlig unvorstellbar, bei einer 500.000 goldenen Sonnen. Das ist der Zinseszinseffekt. Da ist es ja fast beruhigend, dass niemand seit der Antike eine solche Verzinsung konsequent durchgehalten hat. Nicht zuletzt, weil immer wieder die Währungen und deren Wert wechseln. Alexander der Große lässt Münzen mit seinem Konterfei prägen. Seitdem heißt es Kopf oder Zahl. Diese Münzform setzt sich in den folgenden Jahrhunderten fast überall durch und Edelmetalle werden zum vorherrschenden Zahlungsmittel. Am begehrtesten die Prägung in Gold. Gold wird seit mehr als 7000 Jahren gefördert. Es lässt sich leicht verarbeiten, korrodiert nicht, behält Glanz und Wert. Rund um den Globus wird es geschätzt, als Schmuck, Zahlungsmittel, aber auch als Garant der Geldstabilität. Bis weit ins 20. Jahrhundert sind Leitwährungen wie der US-Dollar durch Gold gedeckt. Das heißt, man kann Scheine gegen Edelmetall tauschen. In den Tresoren der Federal Reserve, der US-Notenbank, lagert noch immer der größte Goldschatz der Erde. Doch der Bedarf ist größer als die Reserven. Das bisher weltweit geförderte Gold entspricht einem Würfel von rund 20 Metern Kantenlänge. Die gesamten Vorräte füllen gerade mal 3 olympische Schwimmbecken. Deshalb wird die Goldbindung in den 70er Jahren aufgegeben. Seitdem bestimmen Zentralbanken, wie viel Geld im Umlauf ist. Statt fester Wechselkurse wird der Wert einer Währung am Markt bestimmt. Anfangs haben Menschen Waren getauscht. So haben sich Handel und Gesellschaft entwickelt. Gold und Silber kommen früh als Währung auf, werden dann später durch Papiergeld ersetzt. Heute ist Geld fast vollkommen abstrakt. Es besteht nur noch aus Zahlen auf einem Kontoauszug oder einer Banking-App. Alles basiert auf unserer Vorstellung. Und doch halten wir die Werte für real. Ein 500er sieht man ja gar nicht so oft. Regt Sie das auf? Warum denn? Ist doch bloß ein Stück Papier. Materialwert gerade mal 16 Cent. Dass dieser Fetzen wirklich für echte 500 Euro steht, das ist ja bloß eine Idee, auf die wir alle uns geeinigt haben. Und sobald wir aufhören, an diese Idee zu glauben, löst sich alles in Luft auf. Und das ist in Deutschland tatsächlich schon passiert. Und zwar nach dem Ersten Weltkrieg. Reparationen treiben die Staatsverschuldung in die Höhe und schicken die Reichsmark auf Talfahrt. 1923 folgt die Hyperinflation. Vor den Geschäften wachsen die Schlangen, Preise für Alltägliches steigen ins Astronomische. Bald taugen die Banknoten nur noch als Spielgeld. Die Hyperinflation hat ein Trauma hinterlassen. Vielleicht machen wir deshalb ja so ungern Schulden und träumen von einer ganz, ganz harten Währung, so wie es die D-Mark früher war. Davon horten wir übrigens immer noch 12 Milliarden irgendwo, völlig irrational. Für eine wirklich starke Währung braucht es eben nicht nur eine starke Wirtschaft, sondern vor allem Stabilität. Und das wusste man auch schon im Römischen Reich. Augustus, Roms Kaiser um die Zeitenwende, gilt bis heute als einer der reichsten Menschen, die je gelebt haben. Ganze Teile des römischen Imperiums, wie zum Beispiel Ägypten, betrachtet er als Privatbesitz. Augustus' Weg zur Macht ist lang und blutig. Doch reich wird er durch Frieden.
Die Pax Augusta, das ist der Frieden des Augustus, des Friedensstifters, nicht nur Roms, einer Stadt, die ein Jahrhundert lang von Bürgerkriegen blutig geschlagen wurde, sondern der ganzen Welt. Tatsächlich beginnt mit Augustus eine lange Periode politischer und wirtschaftlicher Stabilität im gesamten Mittelmeerraum und darüber hinaus. Beste Bedingungen, um Geschäfte zu machen. Auf Roms Märkten findet man nicht nur Dinge, die man zum Überleben braucht, sondern auch Luxusgüter wie edle Glaswaren aus heimischer Produktion. Es gibt sogar schon Werbung in Form von Graffitis. Und Seide aus dem fernen China zeugt von einer antiken Global Economy. Doch die exklusive Warenwelt der römischen Konsumgesellschaft öffnet sich nur für die Reichen. Vor allem Patrizier, Angehörige des römischen Adels, können sich feinste Stoffe aus dem fernen Osten leisten. Erst in dieser Zeit ist die Quellenlage so gut, dass Historiker genauere Aussagen darüber machen können, wie die Menschen reich wurden. Ein Großteil des Vermögens der Römer basiert auf Landbesitz. Erobert und nicht mehr verlassen. So das einfache Vorgehen. Eigentum wird schon damals in Urkunden festgehalten und kann so den Besitzer wechseln. Vor allem ist es für Römer völlig legitim, neues Land durch Krieg zu erobern. Auf diese Weise expandiert das Imperium Romanum. Dabei nehmen die Legionäre auch Menschen in Besitz als Teil der Kriegsbeute. Mit jedem Feldzug wächst das Heer der römischen Sklaven. Ein lukratives Geschäft. Du, komm nach vorne! Seht, aus Afrika! Ja, hier! 20.000 Denare! 25. Zurück in Rom werden die Gefangenen aus den Provinzen an die Meistbietenden verkauft. 28. 30.000. Ich erhöhe. Das war's. Menschen als Ware. Im alten Rom ein Alltagsgeschäft. Sklaven sind damals begehrt. Als Arbeitskräfte, aber auch als Statussymbol. Wer sich nur einen leisten kann, gilt als arm. Reiche Adels- und Bürgerfamilien haben bis zu 20 Leibeigene. Verkauft an die Dame dort drüben. In der Antike war Sklavenhaltung ganz normal, allerdings auch recht teuer. Ein einziger Sklave kostete unter Umständen so viel wie heute ein Auto. Das Römische Reich, berüchtigt für seine Sklavenhaltung, ist inzwischen längst Geschichte. Aber was ist mit der Sklaverei? Vielleicht sind Sie und ich ja, ganz ohne es zu wissen oder ohne es zu wollen, moderne Sklaventreiber, einfach durch unser Konsumverhalten, weil zum Beispiel Handys, Hemden oder Hosen unter oft sehr zweifelhaften Bedingungen produziert werden. Auch heute treibt Armut viele Menschen zu sklavenartiger Arbeit. Sie schuften zu Hungerlöhnen, damit wir zum Beispiel billige Kleidung haben. Oder sie schürfen mit bloßen Händen nach Rohstoffen für unsere Handys und andere Hightech-Produkte. Im 21. Jahrhundert hat Sklaverei viele Gesichter. Und so weit, wie wir oft glauben, sind wir von den Verhältnissen der römischen Antike gar nicht entfernt. Und obwohl die Sklaverei inzwischen weltweit verboten ist, leben und arbeiten inzwischen mehr Menschen unter sklavenartigen Bedingungen als jemals zuvor. Die Internationale Arbeitsorganisation schätzt ihre Zahl auf 40 Millionen. Auch die Auswüchse von Superreichtum sind bereits am Tiber verbürgt. Sein Vermögen von umgerechnet rund 4 Billionen Euro nutzt Kaiser Augustus vor allem, um seinen Ruhm in der Nachwelt zu verankern. Augustus habe eine Stadt aus Backstein vorgefunden und eine Stadt aus Marmor hinterlassen. Das schreibt der römische Schriftsteller Sueton und leistet damit seinen Beitrag zur Legende des Kaisers.
Als Mensch bescheiden, als Herrscher und Stifter unerreicht, so will Augustus in Erinnerung bleiben. Die römische Gesellschaft glich in der Republik und im Kaiserreich immer einer Pyramide. An der Spitze steht später der Kaiser, der den Großteil des Staatsvermögens besitzt. Die Mehrheit gehört jedoch nicht zur Oberschicht, sondern zur Masse der freien Bürger, dem Proletariat aus Händlern und Handwerkern oder Sklaven und Freigelassenen. Prozent der Römer gehören zur Mehrheit der Plebejer, dem einfachen Volk, darunter Bauern und Händler. Doch es gibt feine Unterschiede. Viele zählen zu den Proles oder Proletariern, freien, aber besitzlosen Bürgern, die am Rande Roms in engen Mietskasernen hausen, antiken Großstadtghettos. Dagegen residieren die Patrizier, der alte Adel, oft auf großen Landgütern. Sie machen nur 1% der Bevölkerung aus, doch ihnen gehört ein Großteil des Grundbesitzes. Sie lassen andere für sich arbeiten. Sklaven, aber auch landlose Proletarier, die sich als billige Tagelöhner verdingen und die Hauptlast der Gesellschaft tragen. Konflikte sind programmiert. Zwischen Adel und einfachem Volk, Patriziern und Plebejern. Der Konflikt zwischen Aristokraten und Nicht-Aristokraten zieht sich durch die gesamte römische Geschichte. Die Forschung geht davon aus, dass er mit der Verstädterung beginnt, als es einigen Familien gelingt, mehr Landbesitz und Wohlstand anzuhäufen. Dadurch entsteht ein wirtschaftliches Ungleichgewicht. Ein Versuch, die Konflikte zwischen Patriziern und Plebejern zu lösen, ist die Schaffung des Zwölftafelgesetzes, der ersten schriftlichen Gesetzsammlung, die für alle Bürger gleichermaßen gilt. Ab jetzt gibt es Regeln, wie mit Konflikten um das Hab und Gut umgegangen werden muss. Wie Besitz vererbt wird oder was mit dem geschehen soll, der sich Besitz unrechtmäßig aneignet. Viele dieser Regeln gelten bis heute, auch bei uns. Hatten Sie eigentlich schon mal Streit mit Ihren Nachbarn? Ja? Na, dann kennen Sie ja das römische Recht. Daher stammt nämlich das sogenannte Emissionsverbot. Und das sagt, man darf sein Privatgrundstück nicht so nutzen, dass der Nachbar beeinträchtigt wird. Nehmen wir zum Beispiel mal an, da wächst ein Baum an der Grundstücksgrenze. Und die Äste, die ragen zu Ihnen rüber. Dann dürfen Sie die normalerweise abschneiden. Aber die Blätter, die herüberwehen, tja, mit denen müssen Sie leben. Wobei, unter bestimmten Umständen kann man ja vielleicht doch klagen, wenn... Ach, lassen Sie es lieber. Eigentum ist halt nicht nur mit Rechten, sondern immer auch mit Pflichten verbunden. Und diese Idee aus dem alten Rom, die hat sogar Eingang in unser modernes Grundgesetz gefunden. Eigentum verpflichtet. Und seit dem Zwölftafelgesetz gilt außerdem, vor dem Gesetz sind alle gleich. Aber diese Gleichheit vor dem Gesetz führt auch damals in Rom nicht dazu, dass an der Ungleichheit bei der Verteilung des Besitzes irgendetwas verändert wird. Warum kommt es dann trotzdem nicht zum Aufstand des Proletariats? Kurzum, weil niemand sein Leben lang Proletarier bleiben muss. Selbst ein Sklave kann in der Arena zum Helden werden und seine Freiheit gewinnen. Und der Staat kümmert sich auch um die Mittellosen. Zu Festtagen gibt es verbilligtes oder kostenloses Getreide, das man gegen Brot eintauschen kann. Eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Und selbst die persönliche Unfreiheit der Sklaven verhindert oftmals nicht einen feudalen Lebensstil. Hier lang. Sie übernehmen sogar Führungsaufgaben. Für harte, körperliche Arbeit sind sie ihren Eigentümern oft zu schade. Ihr Ansporn? Sie können Geld verdienen und sich selbst freikaufen. Gute Arbeit zahlt sich aus. Für Frieden im römischen Volk sorgt auch die Armee, aber nicht durch Unterdrückung. Die Legionen treiben den Wohlstand voran. Für den Kaiser und den kleinen Mann. Wer sich für 25 Jahre an der Waffe verpflichtet, auf den wartet sozialer Aufstieg.
Die Legionäre verschreiben ihr Leben dem Imperium. Doch dafür erhalten sie regelmäßig Sold, selbst wenn sie verletzt ausfallen. Ihre Gesundheitsversorgung ist kostenlos und sie werden am Gewinn beteiligt. Mit Kriegsbeute. Auch die Altersversorgung ist gesichert. Am Ende ihrer Dienstzeit erhalten römische Veteranen ein Stück Land in den eroberten Provinzen. So werden Habenichtse zu Grundbesitzern. Im Römischen Reich herrschte große soziale Ungleichheit. Aber selbst Sklaven hatten Aufstiegschancen. Das trug zur Stärke Roms bei. Wer lange genug für das Reich gekämpft hatte, konnte als Bürger zu Landbesitz kommen und mit Familie ein erfülltes Leben haben. Gesellschaften, die nicht verstehen, dass Menschen danach streben, der sozialen Ungleichheit zu entkommen, fallen auseinander. Auch wenn sich Römer regelmäßig rüsten, ihre Feldzüge bringen nur kurzfristig Ruhm und Reichtum. Ihr dauerhafter Erfolg beruht auf Aufstiegschancen für alle. Zwar profitiert der Kaiser am meisten, doch er ist nicht der einzige Gewinner. Zum Vorbild wird Augustus' Imperium, weil es allen mehr Wohlstand bringt. Im Römischen Reich kann fast jeder aufsteigen. Aus der Mittellosigkeit in die Mittelschicht. Zwar bleiben die meisten Sklaven unfrei, aber manche können sich freikaufen und werden vom Besitz zu Besitzern. Krieg hat Augustus und sein Imperium groß gemacht. Doch sein wichtigstes Vermächtnis ist der Frieden, der es zur Blüte bringt. Mit der Völkerwanderung wird im 4. Jahrhundert der Untergang des Römischen Reiches beginnen. Germanische Stämme führen Europa zu neuen Ufern. Früher haben sie sich gegen die Besitzansprüche der Römer gestemmt, jetzt eifern sie ihnen nach und eine neue Phase in der Geschichte des Reichtums beginnt. Irgendwann zwischen Steinzeit und Antike haben unsere Vorfahren die Geschäftsgrundlagen für unser heutiges Leben gelegt. Und als wir sesshaft wurden, begann unser Streben nach Eigentum. Und Eigentum ist die Voraussetzung für Wohlstand, Wachstum und Fortschritt, aber auch für Ungleichheit, Armut und Ausbeutung. Unsere Zivilisation würde überhaupt nicht funktionieren, wenn wir noch immer als Jäger und Sammler umherzögen. Wir wären dann arm, aber auch frei und vielleicht ja sogar glücklich.